Unsere Smart Factory-Lösung besteht darin, dass wir einen komplett neuen Wertstrom aufgebaut haben. Und wir haben nicht nur in Hardware investiert, sondern wir haben uns entschieden, sage ich mal, in die digitale Zukunft zu investieren. Das heißt, einen digitalen Zwilling aufzubauen. Das heißt, von jedem Produkt, was wir hier fertigen, werden 1600 Datensätze abgespeichert. Das heißt, Qualitätsdaten, Prozessdaten. Und diese speichern wir ab und können damit mit Industrie 4.0 und KI natürlich diesen Datenschatz heben. Wir fertigen hier eine neue Generation des Benzin-Direkteinspritzventils und hier war der Kundenwunsch, wir brauchen ein neues Feature, was dort geprüft werden muss und das ist normal in der Vergangenheit früher gar nicht so einfach umzusetzen gewesen. Aber mit den Daten, die wir jetzt haben, mit den Möglichkeiten durch Industrie 4.0, konnten wir uns die Datenhistorie anschauen, konnten schauen, wo wir im Prozess dieses Feature erkennen können und konnten innerhalb von 14 Tagen die Kundenwunschforderung sehr rasch und unkompliziert umsetzen. Ein Injektor besteht aus vielen Einzelteilen. Wir haben für jedes Einzelteil eine vollständige Teilerückverfolgbarkeit und zu diesen Teilen alle Informationen, die wir benötigen. Das heißt, Sie können sich vorstellen, Sie haben von einem Injektor wie bei einem Mensch einen vollständigen Lebenslauf mit seinem Geburtsort, seinen Stationen, seinen Aufenthaltsorten bis zu den Hochzeiten der einzelnen Teile. Und das zeichnet uns aus. Wir haben zum einen die Bedürfnisse der Mitarbeiter analysiert, vom Qualitätsingenieur bis zum Data Scientisten, und haben dann uns überlegt, wie wir diese Zielgruppen spezifisch erfüllen können. Zum Beispiel haben wir für die Mitarbeiter ein Downloadportal geschaffen, wo wir mit einfachem Track and Drop die Informationen der Injektoren bereitstellen können und Sie, die Mitarbeiter, das für Ihre Aufgabe täglich nutzen können. Wir nutzen Smartwatches, um die Informationen aus unseren Leitsteuersystemen oder von unseren Stationen an den richtigen Ort zur richtigen Zeit zum Mitarbeiter zu bringen. Er sieht dort Störmeldungen, er sieht dort Tickets aus der vorbeugenden Instandhaltung und kann so zur richtigen Zeit reagieren, bevor die Station in Störung geht. In einer lauten Arbeitsumgebung wie bei uns mit lauten Maschinen hilft mir die Uhr, indem sie vibriert. Ich kann darauf reagieren, bin viel entspannter. Und so hilft mir die Uhr auch zeitnah, meine Störungen zu quittieren und zu beheben. Um unseren Datenschatz besser zu nutzen, entwickeln wir uns momentan weiter in der Richtung von KI-Anwendungen. Das heißt konkret, dass wir die 1600 Datenpunkte nicht mehr händisch anschauen und auch nicht mehr im Störfall erst anschauen, sondern Algorithmen einsetzen, die diesen Datenstrom überwachen, uns Anomalien zurückmelden und somit eine frühere Reaktion ermöglichen. Wir sind nicht die Nutzer von diesen Berichten, die wir gerade gesehen haben, sondern wir fertigen diese Berichte an, gemeinsam mit der Fertigung, um dann letztendlich auch auf neue Themen hinzustoßen, neue Probleme zu finden. Und so bekommen wir eigentlich tagtäglich auch neue Aufgaben aus der Fertigung. Das treibt uns wieder an, neue Datenquellen zu integrieren in unser Data Warehouse, neue Berichte zu bauen, neue Designs zu entwickeln. Das macht Spaß, weil wir einen direkten User-Feedback bekommen in einem agilen Arbeitsprozess. Wir haben einen sehr guten Stand erreicht. Wir haben begonnen, unseren Data Warehouse in die Cloud zu bringen. Und damit erschließen sich neue Anwendungsmöglichkeiten, KI und Industrie 4.0 zusammen mit unseren Schwesterwerken im IPN zielgerichtet zu nutzen und anzuwenden.